Grüß Gott, ich weiß, ich musste ziemlich lange auf die Favoritenvideos und auf das Video folgendermaßen warten, wenn ich es noch rauskriege. Es ist ein bisschen was passiert in Ende Jänner, Anfang Februar und das will ich dann in einem anderen Video euch mal erklären. Deswegen kamen auch jetzt keine Videos. Das wird sich aber bald aufklären, keine Sorge. Ich will euch jetzt mal mein Favoritenvideo endlich mal abdrehen. Und zwar fangen wir mit diesem Waschzeug an, zum Beispiel. Waschzeug ist ja intelligent, oder? Ich liebe die Pistazie-Serie von Liv Rocher. Die war ja leider limitiert. Das ist mein Duschgel, das habe ich jetzt schon ein paar Mal benutzt, aber nicht so viel. Ich liebe den Geruch einfach. Ich benutze das halt selten. Verdammt selten, man sieht es ja auch, also es ist nicht oft benutzt. Es sind zwar 300 Milliliter drin, aber ich will nicht, dass es leer geht. Das ist mein letztes Backup von der Seife von Pistazie. Eines ist jetzt noch in der Badezimmer, das ist aber auch schon fast leer. Das ist jetzt mein letztes. Ich liebe diese Seife. Auch die Pistazie Lippenpflege liebe ich. Die habe ich aber jetzt in der Arbeit stehen, weil die andere leer geworden ist, die ich hatte. Die ich in der Arbeit stehen hatte. Jetzt allgemein alle Lippenpflegestifte von Liv Rocher. Jetzt zeige ich euch mal den Kokos, den liebe ich auch total. Aber der Pistazie war auch sehr, sehr gut. Also ihr seht, dass ich bin ziemlich schnell mit denen zum Aufbrauchen. Ich kann euch das mal zeigen. Also so schnell auch wieder nicht. Na, so viel ist noch jetzt drinnen. Ich finde, das ist schon wenig für meine Verhältnisse. Weil ich benutze den jeden Morgen. Und den Bio-Müsli benutze ich immer am Abend beim Bett. Aber das ist nicht so ein Favorit, weil den habe ich jetzt noch nicht so oft benutzt. Eben weil der andere leer geworden ist, habe ich mir den Bio-Müsli jetzt zum Bett hingestellt. Ich bin jetzt gerade die Treppen raufgerannt, mir ist so heiß jetzt. Oh, bist du wahnsinnig. Ja, also Lippenpflege von Liv Rocher. Absolutes Highlight, wirklich. Und dann als nächstes, auch als Duschgel. Ich sitze heute ein bisschen beschissen da. Das Lila-Weiß-Duschgel. Das gibt es ja leider nicht mehr. Ich habe aber so viele Backups, ihr werdet es in einem Haul-Video sehen. Das ist so ein tolles Duschgel, Leute. Das riecht so was von gut. Ich bin so traurig, dass sie das aus dem Sortiment genommen haben. Ich werde vielleicht Liv Rocher mal anschreiben und fragen, wieso die das aus dem Sortiment rausgenommen haben. Weil es ja auch ein Creme-Finish ist. Von Duschgel jetzt her. Und ja, vielleicht ist es deswegen nur rausgegangen, dass es vielleicht im Winter nochmal kommt. Ich hoffe es. Ich liebe es nämlich sehr. Ich liebe es. Traurig, dass es rausgegangen ist. Ja, dann habe ich noch zwei Parfüms, die ich oft benutzt habe jetzt diesen Monat. Ich weiß, normalerweise kriege ich Parfüm leer. Eines mindestens einmal im Monat. Aber ich habe die in letzter Zeit, weiß ich nicht, komme ich einfach nicht dazu, die leer zu kriegen. Ich weiß nicht, wieso. Das hätte ich ja fast leer gekriegt. Das ist nicht mehr wirklich viel drinnen. Das ist das von Evidence. So spricht man es angeblich aus. Das ist mit diesem limitierten Flakon gewesen. Das schaut jetzt ganz anders aus. Ich liebe diesen Duft noch immer, aber ich habe mich ein bisschen satt gesehen davon, weil ich den ja schon so oft hatte. Ich glaube, das ist jetzt meine dritte Flasche, oder? Dritte Flasche ist das jetzt, glaube ich. Meine dritte Flasche von dem. Ich habe noch eine limitierte Edition war das damals. Die habe ich auch noch, weil ich diesen Parfum so liebe. Der ist wirklich, wirklich toll. Wird sicher irgendwann leer gehen. Dann, eben passend zum Valentinstag, habe ich mein Like Hugs and Kisses benutzt von Essence. Der sieht so aus und ist auch ganz schön leer geworden. Den Geruch liebe ich. Also ich finde es so schade, dass dieser Duft limitiert ist, weil der ist wirklich cool. Und der hält so lang. Also hätte ich mir nie gedacht von Essence. Hätte ich mir wirklich nie gedacht. Aber der riecht urgut und sieht so frühlingsmäßig aus, wenn ich ehrlich sein soll. Der riecht wirklich, wirklich toll. Da habe ich auch überlegt, Essence anzuschreiben, ob die den nicht ins Sortiment bringen, weil der riecht sowas von toll. Leider hat der gar nicht so viel Aufmerksamkeit gekriegt, aber ist wirklich, wirklich cool. Dann habe ich drei Make-up-Produkte. Diese Favoriten sind ein bisschen lahmarschig, wenn ich ehrlich sein darf, weil ich benutze so viele Sachen dauernd und da kommen nicht so viele neue Favoriten. Ich habe auch überlegt, wie ich das jetzt ändern soll, weil ich kann euch jetzt nicht jeden Monat, ich zeige euch ja dann immer dasselbe, ist ja auch nicht irgendwie Sinn der Sache. Da muss ich mir noch was überlegen. Ich habe halt drei Make-up-Produkte noch, die ich euch zeigen will. Einmal meinen heißgeliebten C04, den Nuzin von Catrice. Der sieht so aus. Die Hoffnung ist groß, dass der bald leer wird, aber ich habe hier ein Backup, da stört es mich jetzt nicht so. Ich liebe diesen Lippi.
Ich liebe auch den Geruch davon irgendwie. Normalerweise mag ich keine Catrice-Lippenstifte. Ich habe nämlich schlechte Erfahrungen mit Catrice-Lippis gemacht. Wie hat der geheißen? Der Nude Scene? Nein, das ist der. Innocence Beaver war von MAC. Wie hat der eine geheißen? Den habe ich gar nicht so gern benutzt. Da war ich total happy, dass der leer war. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Keine Ahnung. Irgendwie, mir liegt es auf der Zunge, aber egal. Den liebe ich total. Würde ich mir nachkaufen, wenn es ihn geben würde. Aber ich habe ja noch ein Backup. Und ich habe mir jetzt den anderen gekauft, der da jetzt in der neuen Eli war. Seht ihr bald in meinem Haul-Video, das ich noch rauskriege. Dann einmal diesen Eyeliner-Pen von Yves Rocher. Ich habe den auch drauf. Mit dem kann man richtig schön den Ring hinten machen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Mit dem gelingt mir das wirklich, wirklich, wirklich gut. Das ist so ein Filz-Eyeliner, den konnte ich euch ja letztes Mal nicht zeigen. Der sieht so aus. Mit dem geht das wirklich, wirklich gut. Die haben leider die Spitze jetzt verändert, habe ich gesehen. Aber das muss ich probieren, ob ich mit dem auch klarkomme oder nicht. Ich finde den trotzdem noch sehr, sehr gut. Noch, ist gut gesagt. Den anderen habe ich, glaube ich, einmal ausprobiert mit der dicken Spitze, weil da hatte ich keinen Eyeliner drauf. Aber den würde ich mir ab sofort immer wieder nachkaufen. Ich bin so, so happy, dass ich den mal ausprobiert habe in der Arbeit. Weil der ist auch wirklich tief schwarz. Das ist was man selten findet. Und so teuer ist der, glaube ich, gar nicht. Und ich mag ihn wirklich sehr, sehr gerne. Kleines Highlight. Ich habe es wieder lieben gelernt. Mein kleines M&Y Blush. Ich schwitze wie ein Schwein, Leute. Und das nur vom Stiegen rauf und runter gehen. Katastrophal. Das wolltet ihr jetzt wissen, ich weiß. Das ist das kleine M&Y Blush. Das ist dieses, 305A. Und ich habe ein Hit the Pan geschafft, Leute. Ich bin so stolz auf mich. Ich bin so, so happy, dass ich es endlich geschafft habe, da ein Hit the Pan reinzumachen. Ihr wisst, wie lange ich mit diesem Blush hier kämpfe. Es ist minzig, aber es hat es in sich. Es ist wirklich anstrengend, da ein Hit the Pan reinzukriegen. Ich habe es auch benutzt und benutzt und benutzt und habe mich gar nicht mehr drum geschert, ob da jetzt irgendwann einmal Hit the Pan kommt oder nicht. Und auf einmal benutze ich es, wann war das? Ein paar Tagen und dann, bam, Hit the Pan. Also es war so ein kleines Löchlein drin. Ich habe gedacht, nein, man sieht das Pännchen, yay. Ich freue mich wie ein kleines Kind, ich weiß. Aber es zeigt, dass man das Produkt benutzt hat. Ich bin so stolz auf mich, wirklich. Da. Zieht euch das rein. Nehmt es mir nicht ernst. Ja, ich liebe es jetzt wieder. Ich habe es eine Zeit lang gehasst, weil ich es eben nicht leer gekriegt habe und das mich irgendwie aufgeregt hat. Aber ich liebe es trotzdem noch. Es ist wirklich ein wunderschöner Blush. Ich trage ihn ja heute auch. Wird mir, glaube ich, ein bisschen wehtun, wenn er dann doch mal leer gehen würde. Aber ich bin stolz, dass ich den so weit benutze, dass ein Hit the Pan drin ist. Ja, ich höre auf zu reden. Sonst, glaube ich, wird das noch ein bisschen endlos. Ja, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich hoffe, ihr findet es nicht so schlimm, dass es jetzt schon fast wieder Ende des Monats ist und ich erst jetzt das Video hochlade. Tut mir leid, anders ging es leider nicht. Aber ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Bye!